Bundeskanzler Karl Nehammer schließt Deals mit Kroatien und Abu Dhabi und Deutschland beschließt dafür sogar ein eigenes Gesetz. Die Rede ist von LNG, also Liquefied Natural Gas, auf Deutsch Flüssiggas. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die daraus folgende Energiekrise boomt das flüssige Erdgas, das die Abhängigkeit von Russland in den kommenden Jahren verringern soll. Aber was ist LNG eigentlich? Was unterscheidet es von gewöhnlichem Erdgas? Und wie sieht es beim flüssigen Gas in Sachen Klimabilanz aus? Das haben wir für euch recherchiert. Schauen wir uns zuerst mal an, was LNG überhaupt genau ist und wie es gewonnen wird. LNG ist nichts anderes als flüssiges Erdgas. Damit das Erdgas aber in diesen Aggregatzustand kommt, muss es runtergekühlt werden. Und zwar auf minus 161 bis 164 Grad. In diesem Prozess wird das Gas zuerst stark zusammengepresst und dann abgekühlt. Dieses kältere Gas wird dann wiederum ausgedehnt und es wird noch kälter. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis das Gas flüssig ist und wir LNG haben. Durch diesen Prozess wird das Volumen des Gases um das 600-fache verringert. Das macht den Transport und die Lagerung von LNG natürlich leichter. LNG ist außerdem besonders rein. Es besteht zu 98% aus Methan. Der Grund dafür ist die Reinigung des Gases vor dem Abkühlungsprozess. Damit der überhaupt in die Wege geleitet werden kann, muss das Erdgas aus dem Boden noch von Stickstoff, CO2 oder auch Schwefel befreit werden. Das geschieht meist mit einer wässrigen Lösung, die diese unerwünschten Stoffe aufnimmt. Die Herstellung von LNG und insbesondere der Verflüssigungsprozess gilt ganz allgemein als enorm energieaufwendig. Das Ganze verbraucht bis zu einem Viertel der Energie, die im Gas drinsteckt. Gelagert wird LNG in speziellen Tanks oder Tankschiffen. Die müssen natürlich gut isoliert sein, damit keine Wärme reinströmen kann und das Gas auch entsprechend kalt bleibt. Die mit Flüssiggas beladenen Schiffe brauchen jedoch einen sogenannten LNG-Terminal. Dort wird das flüssige Gas wieder in seinen ursprünglichen gasförmigen Zustand gebracht, damit es dann an Land eingespeist werden kann. Die Terminals eignen sich aber auch zur Lagerung von LNG in sehr kalten Tanks. 27 solcher Terminals gibt es in Europa schon. Weitere sind geplant, so zum Beispiel in Deutschland. Im Zuge des neuen LNG-Beschleunigungsgesetzes sind 4 neue Terminals geplant. LNG gibt es in Europa und der EU nicht erst seit der Energiekrise. 2021 importierten Länder wie Spanien, Frankreich oder Italien insgesamt 80 Milliarden Kubikmeter LNG. Das sind ca. 20% des gesamten Gases, das 2021 in die EU importiert wurde. Das meiste Flüssiggas kommt dabei momentan aus den USA, Katar und auch Russland. Aber auch Länder wie Australien, Kanada oder Algerien mischen hier mit. Und genau das führt uns auch zum wohl größten Problem von LNG, die Klimafrage. Um die Klimabilanz von LNG beurteilen zu können, müssen wir uns besonders einen Punkt anschauen: die Herkunft. Sehr viel hängt bereits davon ab, wie wir das Erdgas gewinnen. Die USA fördern Erdgas und damit LNG mit der höchst umstrittenen Fracking-Methode. Laut Greenpeace ist LNG mit hohem Fracking-Anteil bis zu 6-mal klimaschädlicher als zum Beispiel Pipeline-Gas aus Norwegen. Laut Studien ist LNG fast immer klimaschädlicher als Pipeline-Gas, besonders wenn Fracking ins Spiel kommt. Dazu kommt der sehr hohe Energieaufwand, den die Prozesse rund um LNG benötigen. Vieles hängt auch von den Transportwegen ab. Je länger der Weg, den die riesigen Schiffstanker zurücklegen müssen, desto schlechter die Bilanz. Dazu kommt dann noch das Methan, das bei Erdgas im Grunde immer entweichen kann. Laut einer Studie des Karlsruher Fraunhofer Instituts sind die Gesamtemissionen von LNG in der Regel geringer als die, die durch Öl oder Kohle verursacht werden. Dennoch sei der Ausbau und die Verwendung von LNG aus klimapolitischer und klimatechnischer Sicht keine gute Idee. UmweltschützerInnen und KlimaforscherInnen befürchten, dass der Ausbau von LNG den Übergang zu erneuerbaren Energien bremsen kann. Zudem sehen sie Erdgas als massiven Beschleuniger der Klimakrise. Egal ob gasförmig oder flüssig. Denn als fossile Ressource, die Treibhausgase freisetzt, ist Gas nie klimafreundlich.